wie man Nachbarn kennt. Also man hat geplaudert. Wir haben uns auch einmal bei unseren Nachbarn bei den Einladungen gesehen, wenn Geburtstagfeier war. Da war mit seiner Frau noch, aber der hat die Frau ist leider verstorben. Und jetzt lebte er alleine in dem Haus. Nein, nein, überhaupt nicht. Weil der Mann hat keinem Menschen was getan. Der ist da vorbei und hat gegrüßt und hat einmal ein paar Worte geplaudert. Nein, überhaupt nicht. Also man hat wirklich Angst. Also das ist grausam. Ich habe doch nie gedacht, dass bei uns sowas passiert. Super, weil es ist ja nicht ein Viertel, wo man sagt, das sind Millionäre da. Ne? Ja. Wo man sagt, ja, aber da ist was sehr viel zu holen. Ja, ja. Ja, gestern gegen 23.15 Uhr hat eine Person über Notruf die Polizei verständigt, dass hier in dem Anwesen in der Innenstraße eine Straftat geschehen sei. Mehrere Streifenfahrzeuge der Bayreuther Polizei sind dann hier vor Ort gekommen, haben in dem Anwesen, das offen stand, letztendlich eine schwer verletzte Person aufgefunden. Wie sich später herausstellte, handelte es sich um den 88-jährigen Bewohner hier. Der Mann kam mit schwersten Verletzungen in ein Krankenhaus und wird dort momentan behandelt. Ja, es handelt sich hier um den Stadtteil Roter Hügel, eine ja, doch gut situierte Wohngegend mit überwiegend Einfamilienhäusern, Doppelhäusern. Und bei diesem Anwesen hier handelt es sich letztendlich um ein Einfamilienhaus. Also das ist momentan Grundlage der Ermittlungen, das herauszufinden. Der Mann hat schwere Verletzungen erlitten. Wir wissen momentan auch aufgrund der Spurensicherungsmaßnahmen im Anwesen, dass sämtliche Schränke und Schubläden wohl durchwühlt sind in dem Anwesen. Was das letztendlich für einen Hintergrund hat, das gilt es jetzt zu ermitteln.